Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris The Rock, dem stärksten Bio-Eiweiß-Lieferanten und Gründer von Rock Sports. Herzlich willkommen zum Rockcast, eine neue Folge Chris The Rock, mein Name, Gründer und Inhaber der feinsten Sportnahrung in Bio-Qualität. Ja, und übrigens auch seit kurzem unter Rock Kitchen die feinsten Bio-Gewürze. Das heißt, schau einfach einmal auf unserer Webseite vorbei, da findest du den Überblick. Ja, um das geht es heute gar nicht. Heute geht es um ein Learning, das ich unbedingt mit dir teilen möchte. Und zwar, der Gedanke zu dieser Podcast-Folge ist während des Schreibens meines neuen Buches gekommen. Und zwar bin ich aktuell bei einem Kapitel, wo es um das sogenannte Gesetz des Minimums geht, beziehungsweise das Liebig'sche Gesetz des Minimums. Und ja, die Methodik dahinter, beziehungsweise die Denkweise hinter diesem Gesetz ist etwas, das ich unbedingt mit dir teilen möchte. Mir hat es sehr, sehr weitergeholfen. Mir hilft es nach wie vor weiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Und das Schöne ist, dieses Gesetz ist nicht nur anwendbar in dem Bereich, wo es herkommt, zeige ich dir dann gleich, wo es genau herkommt, sondern im Grunde in jedem Lebensbereich. Das heißt, diese Folge ist dann etwas für dich, wenn du irgendeinen Lebensbereich hast, völlig egal, ob privat, ob beruflich, ob im Hobby, im Sport, wo auch immer, wenn du irgendwo ein Feld hast, wo du sagst, ich möchte mich weiterentwickeln, aber irgendwas, ich laufe da irgendwie immer gegen eine unsichtbare Wand, dann ist das Liebig'sche Gesetz des Minimums für dich wahrscheinlich ein Transparenzgeber, dass du dann rausfindest, okay, wo ist denn dieser Minimumfaktor, wo ist denn der limitierende Faktor? Ja, das heißt, ich kann mir ganz gut vorstellen, dass das eine oder andere Hilfreiche für dich dabei ist. Ich kann nur von mir behaupten und sagen, dieses Gesetz, diese Denkweise dahinter, die hat mir schon x-fach weitergeholfen und tut das auch nach wie vor. Das ist auch der Grund, warum dieses feine Gesetz auch in mein feines neues Buch wandern wird. Ja, ich schlage vor, wir starten direkt einmal los. Und zwar, mir ist immer ganz wichtig zu Beginn, okay, Liebig'sches Gesetz des Minimums, naja, wo kommt denn das her? Und wie der Name schon sagt, von einem Herrn Liebig. Und genau genommen, ich glaube, der Justus von Liebig war das, der hat Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt. Ja, und der war seines Zeichens Wissenschaftler und hat sich in der Agrarwissenschaft mit dem Thema des Pflanzenwachstums beschäftigt. Damals war es ja so, dass die Böden nicht wirklich viel Nährstoffe hatten. Dementsprechend war das Pflanzenwachstum immer sehr, sehr eingeschränkt. Naja, und er hat sich damit beschäftigt, wie man das irgendwie verbessern kann. Und da ist halt dann irgendwann einmal dieses Liebig'sche Gesetz des Minimums entstanden. Und dieses Gesetz des Minimums besagt, dass ja, das Pflanzenwachstum durch Ressourcenlimitierung, Ressourcen im Sinne von Pflanzennährstoffe, eingeschränkt ist. Bedeutet, nehmen wir einfach einmal an, die Pflanze X, die braucht genau 10 Nährstoffe, um zu wachsen. Diese 10 Nährstoffe, wenn die vorhanden sind, dann kann die Pflanze wachsen. So, und solange diese vorhanden sind, wird sie weiter wachsen, wird größer werden, wird stärker werden, die Wurzeln werden weiter ausgebaut, dann gibt es vielleicht einmal ein paar Blüten, vielleicht ein paar Blätter und so weiter. So, und das Gesetz des Minimums besagt, dass irgendwann wahrscheinlich einmal die Zeit kommen wird, wo dann eine oder vielleicht sogar mehrere dieser 10 Nährstoffe plötzlich nicht mehr da ist. Die wurden aufgebraucht, weil die Pflanze ja immer weiter wächst. Sprich, plötzlich entsteht ein Minimum. Und das Gesetz des Minimums besagt jetzt, dass egal ob von den 9 restlichen Nährstoffen Unmengen da sind, wenn nur ein einziger essentieller Nährstoff fehlt, dann bringen die 9 anderen auch nichts, denn dann kann das Ding einfach nicht mehr wachsen. Das ist genau dieser Minimumfaktor. Sprich, der Minimumfaktor ist jener, der dich in der Weiterentwicklung oder in unserem Beispiel die Pflanze an der Weiterentwicklung hindert. Das heißt, diese 10 Nährstoffe sind essentiell. Das kann ich beispielsweise 1:1 übersetzen zum Thema Aminosäuren. Das ist der Grund, warum unser Körper immer Proteine braucht, denn daraus holt er sich die Aminosäuren und aus diesen Aminosäuren ist unser Körper im Grunde aufgebaut. Der Hauptbestandteil unseres Körpers, neben dem Wasser, sind Aminosäuren bzw. Proteine. So, und
Von den im Schnitt 20 Aminosäuren, aus denen unser Körper besteht, sind 8 bzw. 9 essentiell. Das heißt, wenn wir von diesen anderen 11 unendlich viele haben, aber die essentiellen haben wir nicht, dann können wir nicht überleben. Und genau das ist dieses Gesetz des Minimums. Und Minimum übrigens kommt aus dem Lateinischen und bedeutet in etwa so viel wie das Geringste. Ne? Also das Minimum. Also die Übersetzung passt dir ganz gut. Ne? Und beim Justus von Liebig, also vom Begründer des Liebigschen Minimumgesetzes, gibt es so ein schönes Schaubild. Ich weiß nicht, ob das ursprünglich von ihm kommt, aber ich bin immer ein großer Fan von Gezeichneten, denn da lassen sich Botschaften immer deutlich einfacher übermitteln. Man sagt ja so schön, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, genauso ist es in dem Fall. Aber ich kann dir dieses Bild jetzt nur mit gesprochenen Worten zeichnen. Aber stell dir vor, ein Fass. Ein Fass besteht ja aus verschiedenen Dauben. Das sind im Grunde die gebogenen Einzelstücke, die dann mit Metallringe zusammengehalten werden. So, und jetzt stell dir vor, dieses Fass mit diesen verschiedenen Tauben steht vor dir. Oben ist kein Deckel drauf. So, und jetzt füllen wir da Wasser ein. Wir füllen so lange Wasser ein, bis es an irgendeinem Ende oder an irgendeinem Eck einmal rausplätschert. So, und das wird dann passieren, wenn die Höhe der geringsten Daube bzw. der Daube mit der geringsten Höhe erreicht wird. Das heißt, wenn du dir dieses Fass vorstellst, nehmen wir an mit 20 Dauben, dann wird das Wasser dann drüber laufen, wenn eben genau die niedrigste Daube erreicht wird. Genau da läuft dann das Wasser raus und das ist genau dieser Minimumeffekt. Wenn du diese Daube dann um beispielsweise mit einer anderen Daube mit 4 cm mehr Höhe ersetzt, naja, dann kannst du diese 4 cm wieder mehr Wasser einfüllen, bis es an dieser Stelle wieder rüberläuft. Beziehungsweise vielleicht ist in der Zwischenzeit eine andere Daube, wo dort das Wasser rausläuft. Das heißt, je weiter du dich entwickelst, je höher der Füllgrad dieses Fasses ist, desto öfters wirst du an irgendeinen Minimumfaktor kommen und dementsprechend musst du genau an diesem Minimumfaktor wieder arbeiten, um das Fass wieder weiter auszufüllen. Und das ist diese sogenannte Minimumtonne. Das heißt, die Tonne kannst du nur bis zur kürzesten Daube füllen, denn dann wird das Wasser rauslaufen. Und genauso ist es auch bei den Pflanzen. Das Beispiel, das ich dir vorher genannt habe, mit diesen 10 essentiellen Nährstoffen, die Pflanze braucht, wenn die nicht vorhanden sind, dann bringt auch der Überfluss von 9 nichts. Wenn die 10. fehlt, funktioniert es nicht. Genauso bei uns Menschen. Wenn wir von unseren 20 Aminosäuren, aus denen unser Körper besteht, 18 haben, aber 2 essentielle fehlen, dann werden wir ein Problem bekommen. Genauso wie bei der Minimumtonne. Das heißt, diese verschiedenen Beispiele zeigen, dass es in der Weiterentwicklung, und das betrifft eben nicht nur Pflanzen, das betrifft nicht nur, falls du Fassbinder bist, das Thema, oder auch nicht nur den Körper, sondern das betrifft auch beispielsweise die persönliche Weiterentwicklung. Es kann sein, wenn du dich persönlich weiterentwickelst, wenn du regelmäßig aus deiner Komfortzone gehst, du versuchst immer Neues zu lernen, irgendwann wirst du vielleicht an deine negativen Glaubenssätze stoßen. Dann ist das sozusagen diese transparente Mauern, die du immer wieder stoßt und nicht weiterkommst. Du willst zwar weiter, aber du musst vorher dich um diesen negativen Glaubenssatz kümmern. Das ist dieser Engpass. Das ist sozusagen dieser Minimumfaktor. Den musst du ausmerzen, dann geht es wieder weiter. Das ist sozusagen die niedrigste Fassdaube. Genau hier läuft das Wasser rüber. Deine ganze Energie verpufft hier. Und dementsprechend muss ich diesen Minimumfaktor, diesen Engpass aus dem Weg räumen. Dann kann ich mich wieder weiterentwickeln. Das gleiche im Sport, im Powerlifting. Ich bereite mich gerade wieder vor auf die nächsten Wettkämpfe. Im Powerlifting, im Kraft-3-Kampf gibt es genau 3 Disziplinen. Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben. Und in jeder Disziplin, in jeder dieser 3 Disziplinen, gibt es immer wieder einen Engpass. Manchmal kann zum Beispiel der Engpass sein beim Kniebeugen, dass mein Quadrizeps zu schwach ist. Dann habe ich vielleicht einen eigenen Trainingsplan, der einfach genau diese Schwäche ausmerzt. Dann habe ich wieder einen stärkeren Quadrizeps, plötzlich wird der untere Rücken zur Schwäche und so weiter. Und somit handle ich mich von Engpass zu Engpass, vom Minimumfaktor zu Minimumfaktor und schaue immer wieder, dass ich mir genau diese Minimumfaktoren ausmerze, damit ich zum nächsten Schritt komme. Und du siehst vielleicht schon, diese Engpass-Theorie bzw. dieses
Minimumgesetz vom Liebig, das Liebigsche Minimumgesetz, kannst du im Grunde für jeden Bereich ausführen bzw. anwenden. Das heißt, wenn du dir überlegst, in welchem Bereich auch immer, okay, ich bin jetzt da, möchte 10 Schritte weitergehen, aber irgendwas von hier bis dort hält mich auf, aus irgendeinem Grund komme ich da nicht weiter. Da muss ich mir überlegen, okay, wo ist denn die niedrigste Taube? Wo ist denn mein Minimumfaktor? Wo ist der Faktor, der mich aufhält? Und genau diesem Faktor widmest du dann den Fokus und versuchst, diesen Faktor aus dem Weg zu räumen, beziehungsweise zu verbessern, zu verstärken, was auch immer. Kommt immer darauf an, auf welches konkrete Beispiel wir uns jetzt beziehen. Und wenn dieser Minimumfaktor weg ist, dann kannst du die nächsten 10 Schritte gehen und dann wird irgendwann die nächste Herausforderung kommen. Und das ist übrigens völlig normal. Und das Spannende ist einfach, dass man, wenn ein Problem, ich sage immer so, Probleme gibt es nicht, es gibt nur Herausforderungen. Wenn dir eine Herausforderung im Weg steht, dann geh einfach ganz bewusst analytisch mit dem Liebigschen Gesetz des Minimums heran und schau an, okay, was muss denn passieren, damit es weitergeht? An welcher Schraube muss ich drehen, damit ich weiterkomme? Wo ist denn der limitierende Faktor? Und wenn du den dann rausfindest, kannst du ganz gezielt daran arbeiten und verschwendest keine Energie. Das Spannende ist, in dem Bereich, nicht nur vom Minimumgesetz, gibt es auch eine ähnliche Theorie. Das ist die sogenannte Theory of Constraints, die Engpass-Theorie, die im Grunde sehr, sehr ähnlich ist. Die Theorie sagt, es gibt immer irgendwo einen Engpass, der das Wachstum eines Organismus, eines Systems etc. einschränkt. Genauso wie immer das schwächste Glied in der Kette jenes ist, wo die Kette zuerst erstes reißt. Wenn ich dieses schwächste Glied verstärke, dann wird es ein neues schwächstes Glied geben. Das heißt, im Grunde ist es genau das gleiche Thema, nur einfach mit einem anderen Namen. Das Liebigsche Gesetz des Minimums oder ob es die Theory of Constraints bzw. die Engpass-Theorie ist, völlig egal. Und ich möchte jetzt genau 4 Schritte an die Hand geben, die ich abgeleitet habe aus der Theory of Constraints, aus der Engpass-Theorie, wie man mit solchen Engpässen umgeht. Und das ganze Thema wird übrigens dann auch in meinem Buch sein. Und diese 4 Schritte sind Punkt Nummer 1 im Wesentlichen, naja, bevor ich mich da irgendwie an die Analyse mache, muss ich ja mal den Engpass identifizieren. Ich muss mal anschauen, okay, was ist denn mein Minimumfaktor? Was ist denn diese unsichtbare Mauer, die mich vom Weitergehen schützt? Oder nicht schützt, sondern vom Weitergehen hindert. Das heißt, Punkt Nummer 1, identifiziere den Engpass, identifiziere den Minimumfaktor. Punkt Nummer 2, und das kommt jetzt aus der Theory of Constraints, aus der Engpass-Theorie, die besagt, wenn du den Engpass identifiziert hast, dann laste den Engpass bestmöglich aus. Das Ganze kommt aus der Fertigungstechnik, sprich stell dir eine Produktionsstraße vor, und der Engpass ist im Grunde die Maschine, die am langsamsten in diesem ganzen Produktionsprozess produziert. Und der zweite Schritt von der Engpass-Theorie sagt, laste den Engpass bestmöglich aus. Das heißt, nur wenn ich den Engpass bestmöglich auslaste, kann ich das Gesamtoptimum rausholen. Das heißt, ich schaue mir den Minimumfaktor an, ich schaue mir die niedrigste Taube an und die versuche ich zu verbessern, die versuche ich bestmöglich auszulasten. Schritt Nummer 3 nach der Auslastung des Engpasses, dass man seine persönlichen Entscheidungen dieser Engpass-Auslastung unterordnet. Sprich, das ist jetzt Priorität Nummer 1. Wenn es mir wichtig ist, dass ich mich persönlich weiterentwickle, dass ich mich in meinen Projekten weiterentwickle, dass ich mich sportlich weiterentwickle, sprich, wenn das Ganze für mich eine hohe Priorität hat, dann muss ich meine Entscheidungen der Engpass-Auslastung bzw. dem Beiseiteräumen meines Minimumfaktors hohe Priorität einräumen. Und dementsprechend der dritte Schritt nach der Auslastung des Engpasses, dass ich meine Entscheidung der Engpassauslastung unterordne. Das heißt, ich setze da die Priorität drauf und versuche das Beste rauszuholen. Naja, und der vierte Schritt ist im Grunde, das ist sozusagen das Ziel von dem Ganzen, behebe den Engpass. Schau, dass du den Engpass aus dem Weg räumst. Natürlich nur auf legalem Wege, aber du weißt, was ich meine. Genauso ist es auch bei der niedrigsten Fasstaube. Schau, dass du diese Taube erhöhst. Schau, dass du sie irgendwie verstärken kannst, damit du mehr Wasser reinkippen kannst. Und genau diese 4 Schritte sind es. Identifiziere den Minimumfaktor, den Engpass. Versuche, dass den Engpass bestmöglich auslaste. Im dritten Schritt schau, dass du die Entscheidungen zur Engpassauslastung
für dich einer hohen Priorität einräumst. Und der vierte Schritt ist dann, wenn du sozusagen die Auslastung möglichst groß gemacht hast, dass du trotzdem versuchst, diesen Engpass aus dem Weg zu räumen. Diesen Engpass zu verarbeiten, wenn es ein negativer Glaubenssatz ist, dich mit diesem Glaubenssatz beschäftigen und diesen Glaubenssatz durch einen anderen, positiveren Glaubenssatz ersetzen. Und damit hast du den Minimumfaktor, der dein Wachstum limitiert, aus dem Weg geräumt. Und dann wird das Wachstum weiterschreiten und dann wird irgendwann der nächste Minimumfaktor kommen, irgendwann kommt der nächste Engpass. Und so wird es das ganze Leben lang durchgehen, wenn du dich weiterentwickelst. Und das hört sich jetzt irgendwie so traurig an, dass immer nur Herausforderungen da sind, aber genau das ist ja das, was das Leben so geil macht, weil wenn alles so furchtbar einfach wäre, dann wäre das ja in Wahrheit langweilig. Wir freuen uns dann, wenn wir was erreicht haben, was auch eine richtige Challenge war. Und ja, wenn das alles ganz, ganz einfach zu erreichen wäre und jeder das machen könnte, dann wäre das in Wahrheit für uns wahrscheinlich sehr, sehr unspannend. Und von daher freu dich, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen und verwende einfach beim nächsten Mal, wenn du dir denkst, boah, irgendwie, warum geht's nicht weiter bitte, dann denk zurück ins 19. Jahrhundert an den Justus, von Liebig, an seine Gesetzmäßigkeit, an das Liebigsche Gesetz des Minimums und versuch rauszufinden, wo der Engpass ist, wo das Minimum ist, der Minimumfaktor, versuch den so gut wie möglich auszulasten und über kurz oder lang auch möglichst zu beheben bzw. den Engpass beiseite zu räumen. Und dann wird die Weiterentwicklung so laufen, wie du es dir vorstellst. Und wie gesagt, völlig egal in welchem Bereich. Ja, und das war es im Grunde schon wieder von heute. Das Liebigsche Gesetz des Minimums, die Theory of Constraints, die Engpass-Theorie, wie auch immer man das Kind nennen möchte. Am Ende des Tages ist die Botschaft die gleiche. Und ich hoffe, dass ich damit für dich einen Mehrwert schaffen konnte. Ja, das war eine relativ kurzfristige Rockcast-Folge, aber wenn ich da im Buchschreiben bin, wenn ich die Prozesse arbeite, wenn ich da durcharbeite durch die Themen und dann merke, okay, da gibt es viele, viele, viele Lichtblicke bei mir im Oberstübchen, dann möchte ich das natürlich mit dir teilen. Ich hoffe, für dich war was dabei und ich freue mich wie immer auf dein Feedback, ich freue mich über Rückmeldungen, ob es jetzt 5 Sterne auf Apple Podcasts sind, auch wenn du das zum Beispiel über Spotify hörst, kannst du dort bewerten. Ich freue mich über schriftliche Rückmeldungen wie immer. Ja, und wünsche dir in diesem Sinne, dass du deinen Minimumfaktor findest, den möglichst schnell aus dem Weg räumst, damit deinem Wachstum, in welcher Form auch immer, nichts mehr im Wege steht. In diesem Sinne, einen richtig feinen Tag wünsche ich dir, alles Gute und bis zur nächsten Folge vom Rockcast.